Hallo und herzlich willkommen zu Stumm, dem Studentenmagazin der Hochschule Rhein-Main, live vom Mediencampus hier in Wiesbaden. Es handelt sich nun schon um die vierte Ausgabe des Studentenmagazins, welches von Studenten und Studentinnen des Studiengangs Medientechnik im dritten Semester produziert wird. Mit dem zweiten sieht man besser. Mit diesem Slogan verbinden die meisten wahrscheinlich das ZDF und somit auch große Formate wie zum Beispiel Wetten, dass, die Olympischen Spiele oder auch die Fußball-WM. Damit solche Großveranstaltungen zustande kommen können, benötigt es eine sorgfältige Planung. Übernommen wird dieser Bereich beim ZDF unter anderem von ehemaligen Studenten der Hochschule Rhein-Main. Wir haben uns das Berufsbild des Medientechnikers im Leitungsbüro der Zentraltechnik angeschaut. Wie unser Besuch aussah, das zeigen wir euch jetzt. Hallo, mein Name ist Tobias Valentin, ich bin beim ZDF in der Zentraltechnik im Leitungsbüro angestellt, wo wir für die Übertragung und Planung von Beiträgen bis hin zu Großveranstaltungen wie Fußball-WM und Olympische Spiele zuständig sind. Studiert habe ich an der FH Wiesbaden Fernsehtechnik und elektronische Medien. Der Studiengang heißt jetzt Medientechnik. Bin dort in der Studienzeit schon ziemlich früh ans ZDF rangekommen über einen Studentenjob in der MATS, was sehr spannend war und mir auch viel ermöglicht hat und aber auch gleich vor allem den Bezug zur Praxis bekommen hat, einfach mal zu sehen, wie wird Fernsehen gemacht. Das war schon spannend. Der MATS-Job hat mir am Ende vom Studium gleich ermöglicht, mich hier im Haus umzuschauen, was es für Stellenmöglichkeiten sonst noch gibt. Und zu der Zeit wurde im Leitungsbüro was frei. Die ersten Anforderungen für so eine Großveranstaltung kommen immer so eineinhalb Jahre vorher, wo so dieses Grundgerüst erstmal sich angeschaut wird, was wird gebraucht. Und dann gehen wir ran und gucken, was für Bandbreiten sind eventuell aus diesen Ländern verfügbar. Sind die Bandbreiten teuer oder sind sie günstig? Und je nachdem müssen wir uns überlegen, wie wollen wir kodieren auf den Strecken? Müssen wir kodieren? Wollen wir HD transparent übertragen? Müssen wir es stark komprimieren, weniger stark komprimieren? Je nach Komprimierung ist immer das Verhältnis abzuwägen, was kostet die Datenleitung und was kostet das Enkodieren. Und das ist das, was wir dann immer versuchen abzuwägen, holen uns verschiedene Angebote ein, planen mit den verschiedensten Carriern und gucken am Schluss, ob wir mit diesem technischen Konzept, das wir erfüllen, auch die Wünsche und Erwartungen der Produktion bzw. Redaktion hier im Haus erfüllen können. Ein wesentlicher Bestandteil noch der Planung ist immer ein Havariekonzept sich auszudenken. Dass man nicht nur über Glasfaser geht, dass wenn ein Glasfaser irgendwo mal einen Bruch hat oder eine Störung hat, dass dann die ganzen Übertragungen alle hängen. Aus diesem Grund wird immer noch ein anderes Medium gewählt, das wir komplett getrennt übertragen. Das sprich, wir nutzen Satellitenübertragung noch gerne als Backup. Als Leitungsplaner betreuen wir vor Ort die Endgeräte und koordinieren auch die ganzen Überspielungen und Schaltgespräche. Gegenüber landen alle Signale dann im Schaltraum, der auch in der Zentraltechnik angesiedelt ist. Schöne Großveranstaltungen für mich waren die Leichtathletik-WM in Schweden, in Osaka, Japan, das war ganz spannend. Sommerwetten, das, wo ich dabei sein konnte, in Mallorca oder auch ganz am Anfang in Aspendos in der Türkei. Das andere große war die Fußball-WM im deutschen Quartier in Ascona. Und zuletzt die Olympischen Spiele in Vancouver, London und Sochi. Außer den technischen Qualifikationen, die man im Studium lernt, sollte man unbedingt Spaß an der Teamarbeit mitbringen. Ebenso sollte man mit stressigen Situationen gut umgehen können, sollte multitaskingfähig sein und Spaß am Englischen kommunizieren haben. Der Studiengang Medientechnik vermittelt viele wichtige Grundlagen. Von manchem zu viel, von manchem zu wenig. Aber die großen grundlegenden Basics wurden einfach gesetzt. Mich hat es mit dem Virusfernsehen schon gleich im Grundstudium richtig erwischt, als ich in der MATS anfangen konnte und als ich das erste Mal Fernsehen mitmachen konnte, konnte ich nicht mehr davon loslassen und mich hat es auch immer wieder zurückgezogen. Es macht nach wie vor immer noch richtig viel Spaß. Jetzt kann man sich auch eine Vorstellung machen, wie das Bild der aktuellen Fußball-WM zu uns ins Wohnzimmer kommt.
Jetzt bei mir im Studio Christiane Janusch, Geschäftsfeldleiterin des fernsehtechnischen Infrastrukturbetriebs beim ZDF. Hallo Frau Janusch. Hallo. Wir als Medientechniker beschäftigen uns bei einer Fernsehproduktion ja hauptsächlich mit der Technik. Und diese entwickelt sich natürlich durchgehend weiter. Sehen Sie denn das ZDF als technisch innovatives Unternehmen? Definitiv ja. Einige Beispiele dafür, wie innovativ das ZDF in der Vergangenheit agiert hat, sind zum Beispiel das virtuelle Nachrichtenstudio, unsere bandlosen Produktionssysteme, aber auch die Bereitstellung unserer Inhalte in der ZDF-eigenen Mediathek. Produzieren hat immer was mit Technik zu tun und wir versuchen, technischer Entwicklung Rechnung zu tragen, indem wir bei aktuellen Produktionen versuchen, diese einzusetzen und dabei auch so unsere ersten Erfahrungen zu sammeln. Gibt es denn besondere Vorzüge, die man hat, wenn man jetzt Mitarbeiter beim ZDF ist? Also das ZDF ist aus meiner Sicht einer der besten Arbeitgeber in dieser Region und vielleicht auch weit darüber hinaus. Zu tun hat das bestimmt damit, dass es sehr, sehr viele Entwicklungsmöglichkeiten für engagierte und interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt. Wenn ich jetzt mein Studium als Medientechniker abgeschlossen habe und mich gerne beim ZDF bewerben möchte, gibt es da besondere Voraussetzungen, die ich schon mitbringen sollte neben dem Studium? Also neben den eben sehr guten fachlichen Eignungen in Theorie und Praxis legen wir viel Wert auch auf die sogenannten Soft Skills. Dazu gehören Spaß an fach- und bereichsübergreifender Kommunikation, natürlich auch eine hohe Einsatzbereitschaft bei der Erledigung meiner Aufgaben im Rahmen von Produktionen oder Projekten. Wer beim Fernsehen arbeitet, sollte auch wissen, Fernsehen ist oder bedeutet einfach die Bereitschaft zum Schichtdienst oder eben das Arbeiten an sehr ungewöhnlichen, zu ungewöhnlichen Arbeitszeiten. Und wer im Rahmen von Produktion überall auf der Welt unterwegs ist oder in den Projekten mit ausländischen Firmen zu tun hat, der sollte auch die englische Sprache beherrschen. Wenn ich dann jetzt Mitarbeiter beim ZDF bin, gibt es für mich als Medientechniker dennoch gewisse Aufstiegschancen innerhalb des Betriebs? Grundsätzlich, mal die persönlichen Eignungen vorausgesetzt, die dann auch durchaus über das Fachliche hinausgeht, stehen eigentlich alle Entwicklungsmöglichkeiten offen. Das kann sein, der Produktionsingenieur, der für die direkte Produktionsdurchführung verantwortlich ist, die plant und kalkuliert, bis hin zu Leitungsfunktionen ganzer Fachbereiche. Grundsätzlich hängt das immer ab von der, ich sag mal, Aufgabenstellung und der persönlichen Eignung. Wenn ich mich jetzt beim ZDF beworben habe und auch genommen worden bin, wie sieht es denn dann mit einer Festanstellung aus? Oder ist man da erstmal eine Zeit lang als Freiberufler unterwegs? Bei uns finden Einstellungen in der Regel bedarfsorientiert statt, durch Zeitverträge oder Festanstellungen eben. Der Bedarf ist im Moment aber gering. In anderen technischen Bereichen gibt es auch die Möglichkeit einer projektbezogenen Mitarbeit. Wenn mich das Ganze jetzt aber schon so interessiert, dass ich gerne während meinem Studium noch etwas machen würde, gerne auch beim ZDF, gibt es da die Möglichkeit für eine berufspraktische Tätigkeit beim ZDF oder auch ein Praktikum? Ja, natürlich. Wir bieten zum einen ganz allgemeine Praktikas an. Dabei kann man dann sich schon mal grob mit den unterschiedlichen Fachbereichen, die so im Fernsehproduktionsprozess tätig sind, vertraut machen. Darüber hinaus bieten wir auch das produktionstechnische Praxissemester an. Da lernt man im Rahmen von Workshops sehr viel theoretisches und praktisches Wissen rund um Fernsehen und den Fernsehsender ZDF. Wir haben dabei die Chance, auch die Studierenden sehr gut und sehr persönlich kennenzulernen. Daraus hat sich in der Regel immer die Möglichkeit auch für eine Bachelor- oder Masterarbeit ergeben. Und in der Vergangenheit gab es dann auch immer wieder die Chance über eine direkte Einstiegsmöglichkeit. Aber eine Garantie gibt es dafür nicht. Wo findet man denn im Betrieb vom ZDF noch weitere Absolventen des Studiengangs Medientechnik? Wo werden die denn eingesetzt? Im Grunde kann man sie in fast allen Fachgruppen des Geschäftsbereichs Produktions- und Sendebetrieb finden und zum Teil auch im Geschäftsbereich Informations- und Systemtechnologie. Wenn mich das Ganze jetzt richtig interessiert und ich mich gerne noch weiter informieren möchte, wo kann ich das denn tun? Auch hier würde ich wieder an die Hauptabteilung Personal verweisen, die da ein sehr kompetenter Ansprechpartner ist. Die Kontaktdaten dafür sind auch über die Homepage herauszufinden, www.zdf.de.
Ansonsten gibt es natürlich auch im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit den Kollegen und Kolleginnen der Produktionsdirektion die Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Dann vielen Dank, Frau Janosch, für das Interview. Das war die 4. Ausgabe von Stumm, dem Medienmagazin der Hochschule Rhein-Main. Ich danke dem Stumm-Team des Sommersemesters 2014, Tobias Valentin, Christiane Janosch und natürlich dem ZDF für den Einblick hinter die Kulissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.